Hallo meine Freunde, neue Runde Backpack Battles Platinum 71 mit dem Reaper. Wird Zeit, dass wir wieder ein Diamond pushen. Ja. Und ein Reroll, I guess. Einen Stein mal mit. Okay, das ist auf jeden Fall mal los, die erste Runde. Ja, das safen los. Ich beschleunige mal. Ich denke, das Sagen müssen wir nicht ansehen. Oh. Schau mal. Wir können ein Claw-Bild spielen. Haben wir lange nicht. Habe ich mal wieder Lust drauf. Dann sollten wir vielleicht den Wettstein safen. Okay, er spielt auch irgendwas Spikiges, aber... Not gegen Elend jetzt, aber er wird es mit der Potion gewinnen, oder? Aha, er gewinnt's. Ne, hoch. Oh, ganz knapp. So. Brauchen wir Steine in dem Bild? Nein, brauchen wir nicht. Ja, auch wir wollen eine zweite Klaue. Legen wir jetzt nicht, okay. Sollen wir die Blueberry mitnehmen, um den... Entschuldigung. Um die Banane zu verbessern. Nee. Samweisbild. Bei dem Wolverine mir weg, oder? Oh, wäre noch knapp. Passt. Das können wir natürlich nehmen, ist gratis. Und das Schwert. Oh. Wir müssen eigentlich für Handschuhe rollen. Und das wollen wir auch. Wir wollen ja den Bloodborne machen. Dann entweder wir spielen es mit Welcome Plate. Da haben wir schon verdammt viele Handschuhe. Dann hauen die noch schneller zu. Wir können es mit Hero Sword oder Hero Longsword spielen, dass die noch mehr Damage kriegen. Aber eigentlich müssen wir es mit Bloodborne spielen. Ja, wir spielen es mit Bloodborne. Passt. Dann kann das bei Zeiten weg. Oh, nicht schlecht aufgestellt. Na, keine Chance gegen die Wolverine Claws. Ja, dann wollen wir das. Wir wollen das. Dann können wir das eigentlich verkaufen. Dann wollen wir das. Dieses Ding ist immer so blöde. Helf mir mal, wie geht denn das? Also, ganz easy geht das. Wir brauchen Handschuhe, wir brauchen Stamina-Degeneration und wir brauchen das Schwert für Plattform. Alles machbar. Oh oh. Ah. Und wir brauchen die Box natürlich, die Gambox. Das ist schon mal gut hier. Mehr Speed. Kann man spielen auch, ist ein bisschen Death halt auch, aber jetzt suchen wir gleich ein anderes Zeug.
Machen wir so. Eigentlich verlieren wir noch eine Runde. Haben wir jetzt nichts gekriegt, was hilft. Okay, der macht aber auch nicht so viel. Aber nächstes Mal hier die Vampirrüstung, die Blutrüstung. Zweimal Knobi und andererseits unser Vampirismus. Aber ja, noch gar nicht mehr. Never mind. Ich erzähl Blödsinn, Leute. Hör nicht auf mich. Ja, das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Aber das ist gerade ein bisschen schlecht. Aber ich glaube, sie bringt jetzt mehr als die Box. Lass mir die Box auf Reserved und dann go. Wir brauchen Handschuhe. Wo sind die Handschuhe? Ja, er hat schon Blatt vorne hier. Ja, gegen Dornbild. Selber sind wir kacke, weil wir halt schnell zuhauen. Oh, boah, so lucky. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Aber es gönnt nicht, Leute, es gönnt nicht. So, jetzt müssen wir dann die Peitsche umbauen. Braucht das Schwert. Hallo, bitte Schwert. Bitte Schwert. Danke. Danke, Schwert. Ein Garlic hat er. Und wir brauchen Stamina. Stamina und Schwert. Wäre Stamina gewesen, ich hab's vorher weggeklickt, aber jetzt ist mal das Schwert. Das ist natürlich jetzt eine absolute Katastrophe, Stamina-weiß. Da müssen wir jetzt eine Runde durch. Kriegen wir das bitte mal hier? Nicht drin. So. Nee. So müssen wir her. Da, jetzt aber. Alter. Wie ist mein Kopf heute nicht so clear? Brauchen eigentlich nicht mehr. Wir uns nichts rerollen. Ein übles Stamina-Problem. Das war recht souverän. Nee. Das ist der Bloodborne. Okay, nice. Uff. Wir brauchen jetzt halt wirklich Handschuhe. Dann brauchen wir nicht nochmal, wir haben schon zwei. Da ist die Potion, die holen wir uns. Und dann bräuchte ich echt Banane auch. So. Super geheisteter Plattform, let's go.
das jetzt ein bisschen wastet. Dann gebe das hier rein, da ist noch mehr gehäustet. Das so. Wo bleiben die Handschuhe? Stunbild. Ah, oh, close, ey. Ja, wir brauchen jetzt eine Banane. Ja, dringend. Die Ananas noch besser zu machen. Ah, ich muss für die Banane hyperrollen, das hilft nicht. Das brauchen wir, das umsonst. Gloves, okay, das ist schon mal etwas. Eine Banane. Das ist nicht so gut. Länzchen hier. Ja. Ui. Da hat auch viele Spikes. Aber der Plattform ignoriert seine Armor. Was für ein Battle, Leute. Oh mein Gott. Wow. Da ist unsere Banane. Wunderbar. Das Ding ist, wir wollen das alles gar nicht zu sehr hasten, weil wir es von der Stamina her gar nicht finanzieren können. Das ist das Problem. So. Egal, wo die hinkommt. Das sieht gut aus. Ja, dreimal Fanny Pack, zweimal Fanny Pack, dreimal, ja, das ist gut. Das ist gut. Let's go, Wolverine. Diese Armor-Builds werden auch irgendwie mal beliebter, oder? Ganz viel Armor gehen. Aber mach nichts gegen Wolverine. Ja, ja, natürlich gehen wir in die Verlängerung. Das ist eigentlich schon optimal. Ja,
Ist mal so. Reserved, passt. Dürfen wir auch. Hier noch eine Blueberry vielleicht. Wäre nicht das Schlechteste. Und noch mehr, gern noch eine Potion. Weil die empowert uns ja auch. Oha. Er hat halt hier blödes Ripsaw Blade. Das countert uns. Shit, er ist los. Macht unsere Spikes weg. Sale. Oh, nicht so viel. Aha. Dann wäre jetzt noch eine Banane gut. Dark Saber. Ich glaube, ich noch nie gebaut. Ich will den, glaube ich, noch nicht fusionieren. Ich will erst eine weitere Banane finden. Noch eine Ananas. Wird wild. Aber ja. Warte mal, können wir nicht dich holen? Komm. Ist so besser? Ist das völlig egal, sei halt die Banane nicht am Vogel. Vogel ist cool. Ja. Glaube ich drei dran. Soll ich auch drei? Das ist völlig egal. Mein lieber Sohn hat die Banane am Vogel. Und die Stamina. No. Da. Anna first. Zwei Bibeln, aber kein Ripsaw Blade zumindest. Dann ist schon mal Pro, wenn ich das sehe. Dagegen alles andere können wir gut bestehen. Ah. Ja, die Claws sind halt cool. Claw Spike Build, das mag ich. Wir nehmen den Sack, auch wenn er nicht besonders kosteneffizient ist, aber es geht jetzt tatsächlich nur ums Mana. Banane, wir rollen für eine Banane, da ist sie. Oh. Einfach so. Hier noch eine upgradete Potion kriegen. Wir könnten den Vogel. Ach, scheiße. Naja, egal. Den Vogel könnte man noch funny packen. Ich erkläre gar nicht, wie der Bild funktioniert, ne? Weil im Endeffekt. Ja, der Bloodthorn. Macht uns aus unserer Reachern, die wir durch die Töpfchen jagen, durch die Herbs, macht er uns Spikes und Vampirismus. Und je mehr Spikes wir haben, umso schneller greifen unsere Claws an. Wodurch die halt eine insane Angriffsgeschwindigkeit kriegen. Ja, er attacks 5% faster für jeden Spike. Und wenn er 5-mal angriffen hat, kriegen wir einen Empower, also dann machen die einen Schaden mehr. Das Problem in dem Bild ist halt immer, die Ausdauerregeneration. Natürlich, wenn die super schnell zuschlagen, dann verbrauchen die halt auch ziemlich viel Ausdauer.
Und die Usage ist schon high. Ein Bloodthorn, der braucht ja 1,5. Die brauchen standardmäßig 0,5. Da haben wir standardmäßig schon 2,5. Das ist schon hoch. No. Miron. Ich mag halt das Empower, ne? Das hilft halt bei so schnellen Waffen. Wir nehmen die Dragon Boots. Hilft halt bei den schnellen Waffen. Gut. Dann noch das meinetwegen. Wie sieht denn jetzt die Stamina aus mit zwei Pots? Oh je, Mass Armor. Kommen wir da durch? Nee, Stamina ist zum Ja gut, jetzt sind halt die Schilde, die saugen uns die Stamina. Das rippt uns. Und das Bikes helfen nicht viel, weil der nicht viel zuschlägt. Das ist komplett RIP. Ich meine, es ist noch knapp geworden. Noch knapp geworden, tatsächlich. Hier nochmal Healing Herbs, die nehmen wir mit. Und hier nochmal ein Funny Pack. Noch irgendwo einbauen. Nochmal eine Potion, wir brauchen sie tatsächlich. Dann brauche ich mir noch eine Banane. Noch eine Banane. Wir haben noch. Ach, das ist die letzte Runde, lol. Nevermind. Ja. Dann. Die Runde. Machen wir es einfach so. Aber ein bisschen optimieren müssen wir schon. Machen wir so. Dann glaube ich das hier nicht. Was hilft uns denn noch? Einfach Edelsteine kaufen. Ah, let's go, letzte Runde. Noch eine Win. Komm, let's go, let's go, let's go. Hast du Bibeln? Eine Potion weg. Weg. Ja, jetzt guck mal, jetzt wieder unser Schaden jetzt einfach steigt. Das ist insane. Nice. Ja, das war doch mal wieder eine erfolgreiche Runde. Und wir nähern uns wieder hier Diamond. Sehr schön. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut.